Hallo und grüezi miteinander. Wir gehen heute in die Schweiz zu Wilhelm Tell. Joachim B. Schmidt ist ein Schweizer Autor, der sich die Legende um den Freiheitskämpfer Wilhelm Tell nochmal vorgenommen hat und neu erzählt, in einer ganz, ganz wunderbaren eigenen Sprache, wie ich finde. Wilhelm Tell ist ein sturer Bergbauer gewesen, der von den Habsburgern drangsaliert wurde und dem es irgendwann gereicht hat und der den berühmten Apfelschuss machen musste, einen Apfel von dem Kopf seines Sohnes zu schießen, der es geschafft hat und dem danach wieder einmal großes Unrecht angetan wurde. Und der mit seinem Ausrasten danach und seiner Rache für alles, was man ihm angetan hat und seiner Familie, losgetreten hat, dass es gewalttätige Widerstände gegen die Habsburger gab, was viele, viele, viele Jahre später dazu geführt hat, dass die Schweizer Eidgenossenschaft gegründet werden konnte. Ganz kurz die Tell-Geschichte nacherzählt und Joachim B. Schmidt erzählt diese Legende aus verschiedenen Sichten, unter anderem ganz oft vom Neffen Wilhelm Tells, der als sein Sohn großgezogen wird, Walter. Und die verschiedenen Perspektiven, die eingenommen werden, macht das Ganze sehr kurzweilig. Und die Sprache, die Joachim B. Schmidt hier verwendet, um diese Legende neu zu erzählen, ist kurz, prägnant, schlicht, schön, poetisch und ja, er bringt das einfach ganz wunderbar auf den Punkt, genauso wie ich Bücher gerne liebe. Ich kann es uneingeschränkt empfehlen. Joachim B. Schmidt, Tell, 23 € bei Diogenes.